Bisher haben wir Elektroden besprochen, bei denen die anodische und kathodische Reaktion identisch war, nur in umgekehrte Richtung ablief. Wir können uns aber auch Elektroden vorstellen, bei denen anodische und kathodische Reaktion unterschiedlich sind. Etwa wenn wir ein Kupfermetall in eine Silbersalzlösung tauchen. Als kathodische Reaktion kann hier die Abscheidung von Silber passieren. Als anodische Reaktion kann die Auflösung von Kupfer passieren. Beide Kennlinien sind unterschiedlich. Was tatsächlich dann passiert, ist, dass sich ein Potential einstellt, bei dem anodische und kathodische Teilströme gleich groß sind. Das bedeutet, das Kupfer löst sich auf, das Silber scheidet sich ab mit genau dieser Rate. Wir sprechen hier nicht von einem Gleichgewichtspotential, sondern von einem Mischpotential. Das Mischpotential spielt bei der Korrosion eine wichtige Rolle. Hier haben wir als Anodenprozess die Auflösung des Werkstoffes und als Kathodenprozess zum Beispiel die Reduktion von H+ oder die Reduktion von Sauerstoff. Hier die elektrochemische Korrosion von Eisen bei verschiedenen pH-Werten. Oben sehen Sie die anodische Kennlinie des Eisens, die Auflösung des Eisens. Und unten sehen Sie grün gezeichnet bei verschiedenen pH-Werten die Reduktion des Protons. Das Mischpotential steigt mit abnehmendem pH-Wert an. Genauso steigt auch die Austauschstromdichte an. Wasserstoffkorrosion und Sauerstoffkorrosion sind stark pH-abhängig. Je höher der pH-Wert ist, desto geringer ist das Redoxpotential. Hier haben wir ein Schaubild, in dem die Sauerstoffkorrosion dargestellt ist.